Draft. Chat, wir sind im Draft. So, wir haben wieder Ash, Maokai. Wo? Ist Betty? Betty spielt eine Nasty Ass Kalista oder was? Wie kann es sein, dass du in der Meta zwei Kalista-Buns ziehst? Die Leverkusen-Fans Kopium sagen einfach harte Ironie. Ich glaube, dass ich mit 1000 Zuschauern noch nicht groß genug bin, um Leverkusen-Fans im Chat zu haben. Also, ich denke nicht. Doch einen. Bonko hat sich sofort geoutet. Wir haben den einen gefunden. Okay, pass auf. Sijuani ist gebannt. Sijuani war auch. Ja, ein Riesenproblem. Für PSG. Das ist dann anscheinend die Adaption, weil, also man zieht den Draft nicht als großes Problem an. Deswegen geht man wieder für den Skarner Fast weg. Ich glaube auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr, dass es ein Flexpick ist. Ich glaube, Skarner geht immer in den Jungle. Zumindest für PSG. So, Yone plus Lilia. Boah, das macht eine MF. Aber dann hätte ich Lilia MF als geilere Rotation gesehen, um ehrlich zu sein. Weil jetzt geht die MF geht jetzt halt for free wieder über an PSG. Der Grund war, aber Retalk, bin ich ehrlich, René Adler auch große Legende. Tatsächlich, René Adler. Boah, damals, diese ganzen, das ist jetzt nicht relatable, aber diese ganzen jüngeren Torhüter aus der alten Generation. Wie hieß der von Stuttgart? René Adler und der von Stuttgart, die habe ich beide extrem gefeiert. Wie hieß denn der? Der mit den blonden, längeren Haaren. Bela, danke dir für den First Time Prime. Nein, nicht Ulreich. So 2010er Saison. Vielleicht ein bisschen später, zu 10, zu 12. Timo Hildebrand. Es war Timo Hildebrand, oder? Ja! Gottverdammte Legende. Das war auch so eine geile Torhüter-Generation. Auch wenn jetzt da niemand absolute Weltklasse war, aber das waren trotzdem alles geile Ficker. Bela, danke dir für den First Time Prime. Fucking Frank Rost. Boah, Gänsehaut. Tim Wiese. Oh, Gänsehaut. Sorry. Wir sind ein bisschen carried away. Wir haben den Akali und den Narpick vergessen. Übersehen. Hans-Jörg Butt. Fucking die ganze Arena. Butt. Okay, Yone Rumble Y. Okay, der Rumble geht über. Ist Akali eine legit Antwort auf Yone? Wie ist das Matchup? Da müssen wir jetzt Midlane kennen. Gabo Ikira, absolute Legende. Ja, das muss man leider sogar als Bayern-Fan anerkennen. So, der Lucian ist gebannt. Ja, also, ich meine, macht Sinn, wenn man sieht, was für eine insane Prio PNG draufgelegt hat, auch wenn ich es nach wie vor nicht nachempfinden kann. Was war noch gebannt? Nautilus. Also, ich bin ehrlich, ich würde Woodys Rel nicht bannen müssen. Nach dem, was ich gerade eben gesehen habe, wäre ich froh, wenn Woody nochmal Rel pickt. Hast du schon die Bilder im Wohnzimmer? Ah, die Cam ist so nah rangezoomt. Warte, aber ich... Ist schon alles da. Wait, actually, warum war ich so nah reingezoomt? Achso, weil wir später noch das Bild kleiner machen müssen, ne? Normalerweise sieht man die Bilder im Stream auch. Aber jetzt für Worlds muss ich die Kamera so klein machen, wenn ich dann so da weit rausgezoomt bin, dann sieht er mich nicht mehr. Die Rel war lecker, no? Wait, die Rel... Haben wir dasselbe Spiel geschaut? Die Rel hat solo das Game verloren. Also vielleicht zu sagen, solo das Game verloren, ist vielleicht ein bisschen over the top, aber das war wirklich ein desaströses Game von Woody. Der Kamerawinkel für Couchcast in Zen. Ich will auch Couchcasts machen, aber ich will jetzt heute erstmal so generell schauen, wie alles läuft, wie alles funkt. Und dann maybe für nächste Woche. Und dann maybe nächste Woche einen Couchcast. Können wir machen. So. Syndra Picker Bun. Ja, aber ich glaube, das war relativ easy zu predicten, dass Syndra Picker Bun sein wird. Oh, Woody Rel, da ist sie.
Edgy. Aber ich fühle Bart hier nicht. Also ich würde Bart gern sehen, aber ich glaube nicht, dass es ein geiles Bart-Game ist. Ja. Ja, Braum macht much more Sinn. Ja, den Braum sehe ich. Hans-Jörg Butt hat nach seiner aktiven Karriere noch ein Jahr beim Heimatverein gekickt als Stürmer. Gottverdammte Legende. Junge. Wird es Cast mit Freddy geben? Wenn Freddy Bock hat, ist er jederzeit herzlich willkommen. Ich kann ihn mal fragen. Ich habe bis jetzt niemanden gefragt, weil ich mich nicht getraut habe. Keine Ahnung. So, welchen Draft finden wir geiler? Ich glaube, es ist halt wieder, der Draft von PSG funktioniert 100%, aber ist halt sehr viel schwieriger zu exekuten. PNG, die drücken einfach alle ihre Ults und Profit. Und dadurch, dass PNG auch so viele Mini-Champions hat, glaube ich, wenn Karriok nicht komplett intet, läuft er selten Gefahr. Okay, ich muss kurz ausholen. Der Grund, warum ich oftmals einen Y-Pick nicht ganz so geil finde, ist, weil die Gefahr immer besteht, du ultest als 2 rein und wirst gewonshottet. Aber in dem Draft von PNG sind so viele Melee-Champions dabei, die direkt follow-uppen können, dass man eigentlich nie Gefahr läuft, dass 2 alleine in 3 Leuten drin stehen wird. Welche Games sind heute? Wir haben heute 2 Best-of-3-Series, die ersten Series der Play-In-Stage. Einmal hatten wir Mad Lions gegen die Vikings aus Vietnam. Mad Lions hat 2-0 gewonnen. Und jetzt haben wir die zweite Series, PSG gegen PNG. Und PNG führt relativ convincingly 1-0. So, zweites Game, rein geht's. Kriegen wir eine Series das erste Mal bei den Worlds? Oder fährt PNG 2-0 drüber? Jetzt ist Freddy leider nicht mehr da, ne? Aber denkt ihr, Freddy hat ein paar von den Leuten in der brasilianischen Solo-Queue getroffen? Aber maybe sind die schon ein bisschen länger in Europa. War PSG nicht das Favoritenteam in den Play-Ins? Ja, also ich denke, die meisten Pick-Ems haben PSG weiter predicted. Also mir auch eingeschlossen. Spam this salad to support the format in Klammern PNG. Das ist der schlechteste Copypasta, den ich in meinem Leben hier gesehen habe. Grasp Yone. Ja, ich meine, wenn du Grasp Yasuo spielst, warum nicht auch Grasp Yone? Tatsächlich? PSG wird so mad weggesommt. Also, ich denke, nur vom Draft her. PSG hat halt. Ja, keine Ahnung. Es ist eigentlich dieselbe Draft-Ausgangssituation wie im letzten Game auch. Aber keine Worlds-Spieler, I see. Ja, ich glaube, dass die teilweise schon in Europa waren. Zumindest jetzt in den letzten Wochen, wo er dann wirklich Changer war. Nee, ich wollte sagen, dass PSG ihre Issues im Draft nicht wirklich gefixt haben. Aber then again, sind die Drafts von PSG auch fein? Sie sind nur schwer zu exekuten und sie haben sich davor alle Hände gebrochen, beziehungsweise waren einfach viel zu lange AFK bei zu wichtigen Situationen. Schönes Ding von Titan. Oh mein Gott. Der Wiser ist am Grillen. Ich habe jetzt richtig Angst, jedes Mal, wenn ich den Namen von dem Topliner aussprechen muss.
die Laning Phase mit in dem letzten Game genauso aus. So. Da hat Jona am Anfang auch ein bisschen verloren. Gut, da war es Tristan und das Matchup ist, glaube ich, auch maximal unangenehm. Mal schauen, welcher Jungler zuerst den Entrance auf irgendeiner Lane macht. Oh ja, witness it. World Class Bard Performance. Yo, danke, Domi. Welcome back, Chef. Danke für die 20. Hoffe, es ist alles gut bei dir. Also, ich hatte sehr viel von PSG dieses Jahr und bin ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht sind sie krass. Ja, also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Game 1 so ihre Standard-Performance ist. Sieht also, sie waren jetzt, basically, in den ersten 4 Minuten schon proaktiver, als in dem kompletten letzten Game zusammen. Schön den Flash von Weiser geforst. Was jetzt natürlich die Möglichkeit gibt, deutlich aggressiver zu spielen. Und jetzt kann er richtig seinen Bully-Playstyle ausleben, der Gnar. Danke, Terlio. Okay, Rock jetzt auch auf Top-Lane. Er hilft ja einfach nur, seinem Top-Lane auszupushen, I guess. Ihn kurz zu backuppen, dass er nicht stirbt auf der Wave. Gumpa, oh mein Gott! Gumpa, danke für den Tier 3 Sub. Du gottverdammte Legende. Vielen Dank für den Tier 3 im 6. Monat. Much appreciated, das ist super, super lieb. Meanwhile, wir sehen den Midlane Flash, den Midlane Fight. Die Bottom von PNG ist aber dabei. Jon muss nicht mehr seinen Flash ziehen. Danke dir, Gumpa. Vielen Dank. Oh mein Gott, man hat oben die Wave gar nicht gecrashed. Und das, obwohl die Wave sogar oben war. Ich meine, das ist nicht schlimm, weil ich glaube, die Wave ist zu groß, als dass sie Asi halten könnte. Aber es hat Wiser definitiv nochmal ein paar CS gekostet. Oh, Botlane, man dasht nach vorne. Woody wird gechunkt. Hat die Braum Passive drauf. Ja, Titan kann halt dann in dem Moment, wo Woody defensiv wehen muss, kann Titan machen, was er will, weil er nichts mehr respekten muss. Gleich könnte Woody aufmounten und für den Fling gehen. Sein ADC ist aber relativ junked schon. Wobei, was wichtig ist, dass Betty hier in dem Matchup mit Barrier spielt und der Ezreal hat Cleanse. Das heißt, er kann nicht so krass deep gehen. Der Braum heißt sogar fast wie Kani. Ich find PNG auch sympathisch. So, beide Jungler mirrorn jetzt einfach wieder. Der eine kriegt die Groobies, was auch immer. Und der andere den Dragon. Was wird gesagt bei der T1 Red Bull Event Szene, die zeigst? Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hör's mir leid. Aber meinst du den Sub Alert? Den kann man customizen. Tatsächlich, da kann man, wenn man resubbt, kann man immer einen anderen Sound drauflegen. Aber nur bei Resubs. Beim ersten Sub kommt ein fester Sub-Alert. Und dann ist es einfach meine Sub-Alert-Szene. Ich weiß gar nicht, was gerade eben bei Gumpa kam. Aber man will jetzt hier weiter in die Top-Lane reinspielen. Weiser hat keinen Flash. Equalizer sitzt gut, aber er wird mit der Skana-Ult zurückgezogen. Versucht er sich ja sogar zu turnen. Vi kommt angeflasht. Solent Battery geht drauf. Kann er Asi finishen? Nein, er geht in den Megana rein, aber Weiser auf der anderen Seite lebt auch noch. Nevermind. Wait, was hat ihn gekillt? Oh, no, no. Wait, war das ein Spectator-Bug? Was? Was ist gerade passiert? Das sah so weird aus, der Vi-Flash. Aber Carrick und Weiser werden leider absolut disgustingly gehopst im 2v2. Und PSG might be back. Flo, danke für die 2 Subgifts. Danke, Schatz. Skana Bleed. Ich sag dir, wie es ist. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass Skana einen Bleed hat. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass Skana einen Bleed hat. So, wir sehen jetzt das 2v2 nochmal. Und Weiser facecheckt leider den Tribe Rush. Hat keinen Flash mehr ab durch den letzten Gank, wird gegen die Wand genockt und dann zurückgezogen. Oh mein Gott. Oh. Oh, Botlane von PNG jetzt sogar im 2v2 in the backfoot. On the backfoot. Obwohl das Matchup vorhin noch sehr, sehr gut aussah.
Also in dem Game jetzt schon deutlich mehr Action im Early Game und vor allem auch Winning Action für PSG. Also sie sind wohl back und das erste Game war maybe doch nur ein Ausrutscher. Oh no, yo. Oh, ich glaube, wenn Akali da besser mit ihrem E-Spell spielt, hat sie da maybe sogar einen Solo-Engel. Solo-Kill-Engel. Aber mal gucken. Sind erst in der 9. Minute. Und das PNG-Team scaled auch sehr gut wieder. Vor allem auch in die Fights rein. Und wenn sie einen Invade auf dem Blue Buff spielen. Aber ich weiß gar nicht. Ist das Garner so viel stärker? Die Vi hat auch wieder Ultimates. Garner hat kein Flash. Aber Yone muss jetzt die Mittelwerfer annehmen. Jetzt kann Maple dazu rotieren. Aber Carrier schafft es, seinen Blue Buff zu defenden. Kann ihn outsmiten. Oh, Titan wird gerotet. Hier kommt die Rel. Cleanse. Muss ge. Hat Woody gerade. Was hat Woody gerade gemacht? Hat Woody gerade einfach auf der Stelle geflasht? Woody hat gerade einfach auf der Stelle geflasht. Ha. Woody Rel, Kapachungus. Nee, Flash Q, aber. Ich glaube nicht, dass es. Also. Er war doch anyways in Q-Range. Also ich glaube, dass Woody gerade hart gefettfingert hat. Ich meine, er hätte Q eingeflasht, aber ich glaube... Ja, keine Ahnung. Es sah auf alle Fälle sehr weird aus. Dass Titan aus der Situation rauskommt, ohne flashen zu müssen, ist schon sehr gut für ihn. Würde ich jetzt einfach behaupten. Hexdrinker Rush für Yone. Interesting. Es wird ein tanky Boy, though. Vor allem auch mit seinem Grasp. So, jetzt spawnen die zweiten Goobies. PNG will die natürlich auf keinen Fall aufgeben. Du willst ihm nah keine 6 Goobies geben. Das wäre ein Riesendesaster, nachdem der auf Top-Lane jetzt eh schon ein bisschen ahead ist. Jo, herzlichen Glückwunsch zum Fall. Lass dir schmecken und mehr als verdient. So, Goobies werden gestartet von Kerriok. Alle Ultimates zur Verfügung. Und jetzt werden wir den ersten großen, wichtigen Rumble sehen. Haha, lustig, weil Weiser ist auch Rumble. Ezreal move dazu. Mega nah ist noch unten. Der könnte TP'en. Skarner charged rein. Woody hat kein Flash. Skarner connected. Braum Ultimate geht raus. Da ist der Equalizer. Betty muss erst ein bisschen rauskalten. Woody ist relativ deep drin. Und da kommt die Ezreal. True Shot Barrage dazu. Skarner droppt relativ low. Erster Kill vorbei. Jetzt ist Woody deep drin. Wird von Braum gestunt. Betty kann disengage. Wird jetzt hier unultet. Aber warum geht er sofort wieder zurück? Weil jetzt der Nah in den Rücken getippt ist. Der ist aber mittlerweile nur noch mini-nah. Und da kommt Titan. Der flasht auf Betty drauf. Der wiederum muss wegflashen. Carryock geht an der Akali down. Double Kill für Akali. Und jetzt steht nur noch der Yone im 1v1 gegen die Akali. Beide ADCs schauen zu. Können höchstens ein bisschen poken. Root von Jin geht da neben. Und wir haben ein 3 für 3 Abtausch auf der Map und PNG bekommt einen Gubat. Und ein Gubat geht an PNG. Dragon ist mittlerweile respawned. Und ich würde aber legit sagen, dass es ein net Win für PNG ist, weil PSG den TP vom Nah committed hat. So, wir sehen es jetzt gleich nochmal. Ich glaube, wenn Nah hier instant-TP'd, ist es sofort Game Over für PSG. Aber der Nah chillt einfach. Der Nah wartet, bis sein Mega Nah ausläuft, hätte damit noch den Botlane-Turm. Wenn der als Mega Nah TP'd, ist Game Over. Aber so spawnet sie halt einfach nur ein Mini-Nah. So klar, der ist annoying und der macht jetzt hier schon auch gut Damage. Aber imagine, es wäre ein Mega Nah. Junge, es ist eine Schlachtung. Ich lieb's. So, genau, mit dem TP-Advantage. Der Rumble konnte basically instantly Midlane TP in Midlane Prio holen und über diese Prio und über diesen Tempo-Advantage bekommt PNG dann den Dragon. Das ist basically, was jetzt der Vorteil war. Dadurch, dass Azzi noch sein TP committed hat und von PNG da zu Fuß zum letzten Fight gelaufen ist. Aber dafür jetzt wirklich 5 Goobies für PSG und für den Nar. Das ist schon sehr, sehr gut für PSG.
Oh, Flip into Nah Ultimate. Weiser, sehr low. Equalizer, er hat Flash. Muss den Flash auch zünden. Ja, der Nah wird ein richtiges, richtiges Problem. Titan rotiert dazu. Der ADC rotiert aus der Midlane raus. Um seinem Toplaner zu helfen. Carrier kommt auch dazu. Wird jetzt gleich von der Rell gespottet. Aber er ist schon durch. Aber es sind nur... Actually, das ist kein gutes Play. Das ist kein gutes Play für PNG. Das ist nicht gut. Raus, 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 raus. Die können niemals diesen Nah töten. Wenn Rumble noch Ulti hätte, würde ich sagen, okay, go for it. Und auch dann ist noch schwierig. Aber ohne Equalizer gar keine Chance, das zu spielen. So, auf der anderen Seite kann jetzt Junjia, kann jetzt hier easy face checken, weil man weiß ja, dass Carrick auf Botlane ist. Der Skarner muss hier vor nichts Angst haben. Yone muss sich leider wegzonen lassen. Ah, alles nicht so geil für PNG gerade. Alles nicht so geil für PNG gerade. Verlieren sehr, sehr viel Zeug in den Sidelines. Turret für Maple. Und mittlerweile über 3k Gold Lead für PSG in der 15. Minute schon. Das ist schon sehr, sehr viel für den Game Timer. Woody hat Flash. Genau. Stark. Stark gemacht von Woody dieses Mal. Sehr schön, wieder ein Free Kill auf Weiser, der bis jetzt kein gutes Game hat auf seinem Rumble. Ich glaube auch tatsächlich, dass einfach die Zeit für die PNG kommt noch nicht gekommen ist. Gerade wenn man auf die Items schaut, die Power Spikes von PSG sind halt alle schon da. Die haben alle ihre ersten Items schon gefinished. Und gerade die Carries von PNG hinken halt noch ein bisschen hinterher. Wir sehen jetzt erst den Triforce Spike von Titan. Und der Yone hat immer noch kein Blade, weil er eben sich für den Hexen Garage entschieden hat. Echt, war Carry Up da nicht in Range, Betty zu ulten? Boah, krass. Und Asi nimmt uns den nächsten Turm. Eieieiei, jetzt wird man Midlane gecatcht. Kommt der Braum noch irgendwie raus? Er hat keinen Flash mehr zur Verfügung. Ich sag dir, wie es ist, wir kriegen hier eine Series, glaube ich. Oh, nevermind, will man weiter fighten. Yone geht rein, TP kommt dazu. Jetzt aber schnell raus. Ja, okay. Man kriegt den TP. I guess kann man keiner happy sein, dass man den Nah TP da for free bekommt. Ah, PSG spielt jetzt richtig einen auf. Die wollen wirklich beweisen, dass das erste Game nur ein kleines Whoopsie war. Boah, die Akali, wenn jetzt dann ihr zweites Item fertig hat, die macht so viel Schaden. Boah. Auch knapp 160 CS in 16, 17 Minuten. Die ist sehr, sehr farmed. Auch 250 Gold Bounty, sehr zurecht. So, bist du in der Position, als PNG diesen Dragon zu fighten? Ich meine, du hast mittlerweile auch einen Spike auf Titan. Leider noch nicht auf Yone. Ich denke, es steht und fällt. Ja, aber du kannst halt die Position nicht halten, ne? Rell läuft. Ich meine, Rell hat keinen Flash. Tatsächlich. Aber der Nah ist gegroupt. Ich meine, Yone kann TPen, aber ich glaube fast, du gibst diesen Dragon ab, oder? Und kaufst dir damit einfach ein bisschen Zeit zu scalen. Warum gerade diese Szene? Naja, weil ich es cool finde, wie ich Keria die Hand schüttle. Und wie wir gemeinsam mit T1 auf der Bühne stehen. Ich finde das Bild einfach ansprechend. Man will contesten. Yone geht Base, er wird dann wohl gleich dazu TPen. Oh, Skarner Ultimate geht durch, wird aber davor gestunt. Wunderschöne 3-Mann, Nah Ultimate. Jetzt geht der Magnet Storm auf den joinenden Yone drauf. Der Equalizer ist immer noch ab. Ja, es ist so hart zu fighten. Es ist echt dieses Game so, so hart zu fighten. Vor allem der Damage von PNG ist auch einfach nicht da. Wer killt den Skarner?
Also er kann einfach reinlaufen, aber es war auch eine wunderschöne Megana Ultimate. Also wie es aussieht, bekommen wir wirklich das erste Mal an diesem Tag in Game 3. Ich glaube, du musst diesen Dragon einfach abgeben. Du gibst einfach den Dragon und tradest entweder für Top Tier 1 oder für Herald. Ich denke einfach nicht, dass das jemals fightable ist. Vor allem, wenn du dann auch noch so indecisive bist und wartest, bis Azi sich den Megana aufbauen kann. Gegen Megana ist es legit impossible zu fighten. Chili Sky, danke dir für den First Time Prime. Dankeschön, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. So, jetzt hätte Yonzen Blade fertig. Carney. Oh ja, witness world class wild performance. Das, Sven, danke dir für den Resub. Vielen Dank für die 10, auch dir. Welcome back. Für wen sind wir bei diesem Game? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen klaren Favoriten, aber nach Game 1 PNG so ein bisschen in mein Herz geschlossen. Oh gut, Amarisha, don't worry. Aber das Game sieht jetzt schon viel mehr nach dem PSG aus, dass die meisten von uns in ihren Pickems auch weitersehen. Hat PSG nah in Ezreal oder PNG Ezreal in Nah reingepickt? Der Ezreal-Pick war relativ spät. Nee, ich glaube, du hast Ezreal in Tonar gepickt. Oh, das wäre ein guter Fight. Das ist diese Choke Points immer gut für den Rumble Equalizer. Er kommt jetzt durch. Nee. Aber ist einfach alles too little too late. Der Damage von PSG ist einfach viel zu krass. Weiser ist auch erst zu spät da. Wenn der Equalizer 3-4 Sekunden früher kommt, ist es maybe fightable. Und wenn du schaust, es war actually nicht mal ein closer fight. Wenn du schaust, PSG hat keinen einzigen Summoner Spell geused. Es sind alle Flashes noch ab. Es war, glaube ich, A4. Ich glaube auch, ja. So, wir schauen nochmal. Wir fighten hier um den Red Buff. Ja, Rumble ist halt noch unten. Von Anfang an ist es ein 4 gegen 5 Fight. Und dadurch, dass PNG eh schon behind ist, haben sie halt keine klar definierte Frontline. Niemand kann irgendwie den Arsch hinhalten und sie werden einfach überrannt von PSG. Sie werden einfach überrannt. So, und ich denke, dass PSG jetzt einfach resetten wird und dann werden sie Full Fener spielen. Und dann ist es super, super schwer für PNG da überhaupt rein zu festchecken und überhaupt in Nähe des Nashes zu kommen. Der Goldlead, wir sind mittlerweile bei 9k Goldlead nach 23 Minuten, das ist schon wirklich crazy viel. Vor allem auf den Solo-Lanes. Relegate Ziggs anstatt Solaris. Ziggs ist wieder deutlich populärer geworden, ja. Wobei ich es in dem Game ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, weil ein Locket gegen den Rumble Ult schon ziemlich knorke ist. Aber dann again hat PNG halt sehr viele Melee Champions und du kannst die ganze Zeit diesen Storm abusen. Von Ziggs. Ja, und jetzt sieht man das genau wie angesprochen, es ist super schwierig für PNG da irgendwas zu facechecken. Wow, man fightet es nicht mal. Was? Okay, krass. Okay, ich glaube, das sieht echt ein bisschen aus, als hätte PNG das Game schon aufgegeben. Also, dass du da nicht mal versuchst, Wiser zu defenden, der Flash und Ulti hat. I don't know. Oh oh. Jon auch. Hard out of position, Junge. Der Damage von Jhin und Skarner. Jetzt kommt Curtain Call.
Kirbyok wird das safe alles blocken, right? Ja. Oh, meanwhile hättest du sogar fast den Bottenturm auch noch verloren. Warum ultet Kirbyok nicht? Jetzt, da kommt die Ultimate. Q. Um ein bisschen zurückzuschubsen. Braun Passive. Ah, der Junge lässt sich stunnen. Flash Magnet Storm auf 3 Mann. Maple TP dazu. Crazy viel Damage. Oh Mann. Okay, es ist so Drover. Okay. Pack it up. Wir gehen in Game 3. Abs. Wow. Das ist bis jetzt der heftigste Storm des Tages. Also nicht mal Mad Lions hat so hart gestormt. Titan versucht sein Bestes. Aber kann er da 1 gegen 5 auch nicht mehr viel machen. Ja, wir kriegen das erste Mal am heutigen Tage in Game 3. Ich hoffe, dass PNGs Mantle jetzt nicht allzu angeknackst ist. Uiuiuiui. Aber Betty hat Barry auch noch. Aber das Game ist hier over. Ich finde es geil, wie jeder mal mit seinen Pickems mit Fieber. Arcadia hat sogar einen Sonias auch noch für den nächsten Fight. Jhin hat 3 Items fertig. Hi. Ja, und PSG holt sich direkt wieder in den Jungle. Ne, sie müssen nicht mehr für Vision spielen. Es wird direkt der nächste Fight wird genommen. Kuri versucht rauszuflashen, wird aber von der Skarne Ultimate zurückgezogen. Der nächste Kill für Betty. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen was zurückzutraden. Titan geht über die Wand, wird sofort vom Skarne angeflasht. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Der Equalizer liegt auch nicht schlecht. Skarne wird ordentlich runtergejunkt, hat keinen Flash. Aber jetzt kommt Maple und man ist einfach zu viel Gold vorne. Azi kriegt den Kill auf Karriok. Und damit sind es wieder 2 Quick Kills für PSG und damit auch der Nash. Dadurch, dass Karriok auch gefallen ist. Strong. Einfach nur strong von PSG. Klar, jetzt mit einem 12k Gold Lead. Das ist nicht mal allzu schwer. Nicht mal allzu schwierig, das Game runterzuspielen. Aber trotzdem sehr impressive. Mad Lions hat es nicht geschafft, das Game so clean zu closen nach einem Early Lead. Dragon wäre auch noch on the table, aber ich glaube nicht, dass du den jetzt wirklich. Du willst für den Dragon jetzt nicht wirklich Nash Time waste. Du gehst einfach Recall und dann das Game finishen. Bei Dragon gibt er ja auch keine Combat Stats mehr. Jetzt, es wäre nice zu sehen, wann Woody wieder Flash hat. Aber ich glaube, du kannst dich einfach Brute Force und du bist so weit ahead. Ja, genau, das dachte sich Woody auch gerade. Skarner kann dann auch einfach gleich reindippen und für eine Ulti schauen. Es ist eigentlich egal, wie der Fight startet. Hauptsache, du kriegst den Fight und PSG gewinnt alles. Wenn du richtig tryhardest, wartest du auch einfach auf die Waves. Und man sieht jetzt gerade, Yone muss unten die Wave annehmen. Damit hat man gerade nur 3 oder 4 Mann, um Midlane zu defenden. Und man kann jetzt sehr weit abwalken. Man versucht jetzt hier den Fight zu bekommen. Okay, das war insane, aber es wird nicht reichen. Ja. Du snipest zwar sofort Betty raus. Das war sehr, sehr geil gemacht von Karriok. Flasht seine Combo ein. Equalizer oben drauf. Aber das Ding ist, Betty ist ein sehr, sehr starker Jhin, aber er ist halt nicht mal der stärkste Member von PSG. Und der Rest des Teams kann einfach clean up. Und du used 3 Ultimates, nur um Betty zu töten. Und dann bleibt halt nichts mehr für Maple und für Azi über. Stark. Und damit kann PSG den Score ausgleichen. 1:1 zwischen dem PCS First Seed und dem CBLOL First Seed. Und ich denke, die meisten Pickems werden aufatmen hier mit dem PSG-Win. GG's. Was rufen die? Ich versteh's nicht. Auf geht's, Lopez? Ich weiß es nicht. So. Chat. Ich würde sagen, wir tanken noch einmal ganz kurz Getränke nach. Und dann hören wir uns gleich wieder.
We're back.